Es ist jetzt fast exakt 5 Stunden her, dass der erste Alarm bei der Münchner Polizei einging über Schüsse bei einem Schnellrestaurant. Und diese Schüsse, diese Situation erlebte eine Augenzeugin. Wir haben mit ihr vor wenigen Stunden gesprochen. Hören wir noch mal rein. Ich war im OZ drinnen und bin in den Edeka rein. Und also ich habe mir noch wirklich überlegt, soll ich reingehen oder nicht. Und Gott sei Dank bin ich reingegangen, weil ich war drinnen und genau 2 Minuten danach, als ich Richtung Ausgang gehen wollte, also in der Halle drinnen, kamen dann die Schüsse und wir sind alle, die ganzen Leute im Edeka sind vom Hintereingang rausgerannt. Dann kam ich leider doch wieder vorne raus und vorne beim McDonald's lagen Menschen tot auf dem Bauch, angeschossen, und dann war ich unter Schock und hab mein Fahrrad genommen und bin sofort weggeradelt. Scheinbar war der Täter noch dort, weil es kam dann nochmal eine Panik aus und nochmal sind die Leute weggerannt. Es war ein Mann und der war komisch angezogen, irgendwie, ich weiß nicht, Weste oder irgendwie sowas. Der ist aus dem McDonald's auf der Tür raus und hat es war ein ganz normales Gewehr, hat es rausgezogen und hat damit angefangen zu schießen. Soweit die Augenzeugin, die uns hier die Situation geschildert hat heute, unmittelbar Sekunden nach oder während der Schießerei. Und dies noch zur Information, wir haben weiter noch mit ihr gesprochen. Sie ist dann nach Hause gegangen und war dort in Sicherheit in ihrer Wohnung. Von dort aus hat sie uns erst angerufen und über die direkte Schießerei vor dem McDonald's informiert. Ja, der neueste aktuelle Stand nach Polizeiangaben, es gibt 8 tote Opfer und es wurde ein weiterer Mann tot gefunden, erschossen. Man weiß noch nicht, ob es der Täter ist, ob er mit ihm in Zusammenhang steht. Und genau diese Informationen, dazu haben wir den Kollegen von der Polizei vor einigen Minuten befragt und hören, was er noch mal an aktuellen Informationen für uns hat. Ich muss die Zahl der Toten nach dem jetzigen Stand auf 8 erhöhen. Darüber hinaus haben wir als weitere Entwicklung im näheren Umfeld des hiesigen Einkaufszentrums eine männliche Leiche gefunden. Die ist nach dem jetzigen Stand der Dinge offensichtlich durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Wir untersuchen die Person momentan. Wir untersuchen auch einen möglichen Bezug hier zu diesem Tatort. Näheres kann ich Ihnen dazu momentan nicht sagen. Aber wie gesagt, tragischerweise muss ich Ihnen leider bestätigen, dass die Zahl der Toten mit Stand jetzt sich auf 8 erhöht hat. Inklusive dieser männlichen Leitung? Nein, die ist da nicht inkludiert. Das sind 9. Also 9 zum Stand. In dem Sinne sind es 9, ja. Sieht das eher nach Täter oder eher nach Opfer aus, diese männliche Leitung? Also die Variante, dass es sich hierbei möglicherweise um einen Tatbeteiligten handelt, wird von uns momentan intensiv geprüft. Aber wir können das weder dementieren noch bestätigen. Ist noch mit mehreren Toten zu rechnen? Das weiß ich nicht, weil wie gesagt, Sie werden eben schon festgestellt haben, dass wir nach wie vor mit starken Kräften hier vor Ort sind. Im Hintergrundgespräch wurde ja auch nach den starken Rettungskräften gefragt. Das ist konzeptionell hinterlegt, das ist kein Zeichen für irgendetwas. Aber wenn wir hier ein so großes Objekt wie ein Einkaufszentrum haben, müssen wir einfach sicherstellen, dass sich nicht irgendwo in irgendwelchen abgesetzten Ecken noch irgendjemand verborgen hält. Deshalb, das Einkaufszentrum ist geräumt, wir haben einen Sicherheitszustand hergestellt, aber wir fangen jetzt erst mit der Tatortarbeit an. Sie sprachen davon, dass eine männliche Person durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen ist. Können Sie diese Gewalteinwirkung etwas näher spezifizieren? Ist das ein Schuss oder ist das, wie ist das zu verstehen? Er ist nicht einfach tot umgefallen. Wie das passiert ist, das ist genau jetzt unsere Aufgabe herauszukriegen, genauso wie er jetzt im Kontext mit dieser Tat hier steht. Gehen Sie nach wie vor davon aus, dass bis zu 3 Täter im Großraum München sich befinden? Also nach wie vor ist unser Fahndungsansatz, dass wir von ausdrücklich bis zu 3 Tätern ausgehen. Und die Fahndungsmaßnahmen der Polizei befassen sich genau mit dieser Größe.